Hallöchen, meine lieben Freunde der Nacht und herzlichst willkommen hier zu einer neuen Runde. WoW, wir sind auf dem Weg zum ersten Hilfelehrer, glaube ich. Ja. Und wollen Wollstoffverbände lernen zu benutzen. Thrallhorn. Was wir nicht können. Weil wir das auf Level 80 hoch haben müssen. Willst du mich verarschen? Vorwärts zum Sieg. Ich hab doch gewusst, dass. Wie soll ich das jetzt noch hochkriegen auf Level 80? Ich krieg das doch nicht mit. Gut. Hau rein. Ich habe nichts gesagt. Lockta. Komm. Komm jetzt. Komm. So voll verarscht. 150. Seid sicher. Jetzt stellen wir aber 20 davon her. Was brauchen wir eigentlich dafür? Kleiner Giftbeutel. Kriegen wir von Spinnen. Stellen wir alle 20 davon her. Ach ja. Ich und mein großes Maul, ne? Ich glaub nie. Bups. Hat funktioniert. So, wir werden natürlich noch unsere Abgabe machen. Wolle. Ja, aber guck mal, die sind wir auf gelb und hier haben wir wie viel gemacht? Und haben nur ein Level abgekriegt. Das ist sehr seltsam. So, jetzt müssen wir ganz kurz mal gucken. Also das sind die normalen, das sind die und die gehen jetzt nach da. So, zum Vergleich. Die 114 6 Sekunden lang. Die 161 7 Sekunden lang. Ne? Also eine Sekunde länger und was hast du denn da für eine Quest? Jetzt bin ich neugierig. Was du denn für eine Quest haben könntest für uns? Also heilt nicht nur mehr, sondern auch in der mehr Zeit. Was bist du? Stoffrüstmeister der Horde. Ganz ruhig. Spende. Seid vorsichtig. Genau, 60 Mann. Wolle, das ist auch einer von denen, die 60 Wolle wollen. Was seid ihr für welche? Also, wenn wir mal 60 Wolle zusammenkriegen und keine Tränke mehr, Verbände herstellen wollen, können wir die da spenden. Das gibt Ruf. Ich bin nicht der Einzige, der diese Wege hier läuft. Die laufen alle anderen auch. ins dahin wollte ich. Genau. Was kann ich für euch tun? Ich will dir was verkaufen. Und zwar kriegst du die ganzen. Na komm, den Scheiß kriegst du jetzt auch noch, dann ist das weg. Den Scheiß kriegst du auch noch, dann ist das auch weg. Und die Leinen brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Die können jetzt komplett weg. Dementsprechend können wir auch die zwei Stacks aus dem Optionshaus nachher verkaufen. Dann mache ich aber off. Ohne euch. Da müsst ihr jetzt nicht dabei sein. Und ja, kein Und. Jetzt zurück nach Ratchet. Oder nicht zurück nach Ratchet, sondern nach Ratchet. Dann questen wir da eine Runde. In der Hoffnung, Level-Ups zu kriegen. Ihr sucht doch etwas. Was ist es? Ein Level-Ups zu kriegen und dann mit diesem Level-Ups dieses Schwert benutzen zu können, nachdem wir es geskillt haben. Dann legen wir nämlich das Schild ab und werden keine Schilde verwenden. Wir haben ja eh keinen Schildschlag oder sowas. Wir brauchen eh dafür immer die Schilde. Und dementsprechend
Ich will ja Aua-Aua austeilen und nicht Leute beleidigen, bis sie mich verprügeln. Preisalarm, Blitzverkauf beginnt jetzt, bla bla bla, so und so 4000 Artikel. Gezeigt wird eine Magic-Karte, auch angepriesen als Magic-Karte, und zwar von Temu. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Temu, also sowas wie Alibaba oder Wish, nur noch schlechter, originale und echte Magic-Karten verkauft? Und dann auch noch aus der Beta-Edition. Für nur 9 Euro. Also, eine Karte, die weitaus mehr wert ist. Für nur 9,18 Euro. Also, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, nicht, dass sie die verkaufen, sondern wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Hier gibt es sogar einen Black Lotus. Für 10 Euro. Ja, der wird auch echt sein. Also, der wird hundertprozentig echt sein. Ich meine, Black Lotus für 10 Euro. Das ist doch glaubwürdig. Ist nicht? Weiß nicht. Willkommen so. In Ratchet. Ich hoffe, ihr sucht Arbeit. Ja, ich will jetzt hier ein paar Quests machen mit dir. Es ist natürlich die Frage, wie sind die Quests? Zählt halt alles so Brachland, ne? Guck mal da. Ist halt alles gelb. Ja gut, der zählt nicht. Weil die Eierjagd ist halt immer noch, ne, ist halt alles gelb. Aber das ist jetzt grün, so wollte ich, das wollte ich eigentlich sagen. Jo, der da unten. So. So sind die Verrückten, der sich in der Höhle des Wehklangs versteckt. Das ist HDW. Ist aber eigentlich nicht ganz richtig. Es ist nicht in Dungeon HDW. Sondern davor. Das ist auch mein Typi töten. Das ist hier wieder Braufest. Redet mit mir. Bleibt gut drauf. Raptor. Kommt bald wieder. Aha. Ist schön, dass ich helfen konnte. Kluftmooseier. Bleibt gut drauf. Okay. Ich gehe noch mal ganz kurz ins Quest. Also, pass mal auf. Das gestohlene Silber verfolgen wir jetzt erstmal nicht. Daher gehen. Himmelsdeuter sprechen. Das sind die Raptorhörner. Das ist der Kopf, den verfolgen wir jetzt nicht. Das ist der Brief, den verfolgen wir jetzt nicht. Die Eierjagd nicht, von Hass zerfressen, verfolgen wir jetzt auch erstmal nicht. Das sind die Spinnen. Am Wachturm des Nordens verfolgen wir jetzt auch nicht. Das Totem auch nicht. Das haben wir, das haben wir. Kemptaurei verfolgen wir jetzt auch nicht. Raptorhörner und das Kemptaurei ist ja das da. So. Ah, dann machen wir. Zeit ist Geld. Nee, du bist auch Braufest. Ja, schön, dass ich helfen gut. Konnte. Dreimal Braufest. Bis bald. Ist nämlich alles hier. So.
Ich fürchte, wir werden wieder diese eine blöde Begleitquest kriegen. Wir sollen ja ein paar davon töten. Die geben natürlich keine Erfahrungspunkte mehr, weil, wie gesagt, eigentlich hätte man Ratchet früher machen müssen. Nicht genug gewohnt. Aber ich brauche halt Ablenkung von den Raptoren. Und von diesen 50.000 Stacheldieber-Dingern. Und außerdem, wie ihr seht, man sammelt nicht gerade wenig Ruf. Also natürlich für Zweierschritten, aber für ordentlich viele Fraktionen. Also im Prinzip für alle. Ein bisschen Kupfer sammeln wir auch. Nicht genug gewohnt. Ich meine, wenn wir 10 davon töten, haben wir einen Silber zusammen. Circa. Vielleicht auch ein bisschen mehr, aber. Am Ende machen wir das hier wirklich nur für das bisschen Ruf. Und die Erfahrungspunkte für das Abgeben der Quest. Und um mal wieder ein Erfolgserlebnis zu haben, dass wir die Quest abgeschlossen kriegen, ohne dabei 50 Mal zu sterben. Darum geht's auch. Ja, das kriegen wir hin alles. Die Raptoren kriegen wir auch hin. Wobei, da steht die Betonung auf intakt, ne? Stellt sich die Frage, wie viele Nicht-Intakte finden wir? Das sind neue Stiefel. Cool. Ich habe rote Schuhe. Wir alle wissen, was das bedeutet. Ich kann jetzt viel schneller laufen, weil rot ist schneller. Das wissen wir alle, dass das so ist. Ist auch der Grund, warum Ferraris immer rot sind. Das ist überall so, außer in der Formel 1. Aber der ist ja auch nicht nur rot. Und der das falsche Rot. Tarzan? Echt jetzt? Der ist wirklich Tarzan. Stand aber nicht auf unserer Abschussliste. Okay. So. Es ist so weit entfernt. Wie viel braucht man denn noch von denen? Noch ein paar. Das Problem an den Quests ist halt, wenn du hier auf Level 12 bist, wie gesagt, hier bist du halt relativ eng aneinander. Ihr seht auch, wie eng die zusammenhocken. Das ist halt wie bei den euren Ebern da oben. Da haben wir ja das gleiche Problem, dass sie teilweise zu eng aufeinander hocken. Brauche mehr Mut. Muss ich den aber trotzdem durcharbeiten durch die. Ey. So, ich brauche dich auch noch. Ah, guck mal, da hat es direkt geklappt mit allen Beinen.
So. Ach komm, wir springen einfach rein. Die ist halt eine Nahkämpferin, die kommt eh mit. Oh, Bäuerchen. Wie ihr seht, die rennt eh weg. Jetzt kümmern wir uns um die. Ach, guck mal, so langsam haben sie auch ein bisschen unsere Rüstung geknabbert, unser Leben. Gibt es irgendwas Interessantes drin? So, ich brauche noch zwei von denen. Dann müssen wir, glaube ich, noch in die Festung selbst rein, weil wir müssen ja den Boss töten. Och, Leinenstoff, das sind Kanonier. So, jetzt müssen wir hier durchlatschen, weil wir müssen zur Festung. Jetzt die Frage, muss eine höher für die Festung? Nee, ist richtig. Oder? Genau, von hier gibt es einen Weg zur Festung, genau. Ein Kanonier müssen wir noch töten. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob es die da oben gibt. Also ob es einfach Blödsinn ist, ihn hier zu holen. Weil es die oben wahrscheinlich eh gibt. Aber jetzt haben wir die Kanoniere. Wir haben die Typis. Und jetzt können wir uns den Baron schnappen. Oh, Kupfer. Ja gut, hier gibt es genug Kanoniere, die wir noch hätten töten können. Hätten also nicht zwangsweise den Zwerg uns nehmen müssen, aber egal. Das nehmen wir uns sie vor. So. Meine Maus ist wieder mal kacke, weil ich mir alles hingesetzt habe. Wieder Leinenstoff. Ja, den brauchen wir einfach bloß damit nur verkaufen. Irgendwer kauft schon. So, wir brauchen Hauptmann. Elstig getötet. Wir brauchen Kanonierknochen. Marine Axler getötet. Mal gucken, was wir von euch kriegen. Oder von euch die komischen Medaillen, die ich brauche. Kann durchaus sein, weil es Marinesoldat von Terramor. Dann wird er doch wahrscheinlich auch die passende Medaille mit sich rumschleppen. Ja. Und ein paar Tränke, das ist sehr gut. Wir brauchen nicht wieder welche. Wäre jetzt cool, wenn ihr alle Tränke habt. Also jeder von euch Tränke mir zur Verfügung stellt. Nicht genug. Ich bin für eine Spende zu haben. Hallo, spende mir einen Trank. Geizhals. So, spendest du mir einen Trank? Konnte ich jetzt zwar kein. Doch, er ist tot. Der stirbt auch gleich. Weil er noch nicht noch die Blutung drauf hatte. So, wir müssen jetzt hier rein. Für einen von beiden müssen wir uns entscheiden. Wir nehmen den da. Komm, ihr beide. Gut. Und das brauchen sie beide. Das brauchen sie auf jeden Fall auch beide. Der ist der Erste, der auf jeden Fall die Blutung braucht. Der braucht auch die Blutung. Brauchen wir Wut. Nicht genug. Der andere ist tot. Hat er mich gerade entwaffnet? Ja, hat er. Ey, du Arschgeigeln. Tu das nicht nochmal.
andere mich echt entwaffnet, sieht man hier. Ich muss die unbewaffnet hochtrainieren. Bin ich immer noch unbewaffnet? Hä? Warum mache ich hier noch unbewaffnet? Moment. Ich bin doch bewaffnet, oder? Ja. So, wo ist jetzt gleich von dem anderen hingerannt? Ach, da. Zack. So, wen brauchen wir denn? Dich? Nein. Dich? Nein. Pferdchen? Nein. Also, ich muss wahrscheinlich hier mich durchprügeln, ne? Weil das ist schon Ewigkeiten her. Ich muss zugeben, ich habe nicht regelmäßig Ratchet einfach übersprungen. Also, wenn ich überhaupt mal getwinkt habe. Das kriegst du auch noch. Eine Medaille. Gibt es eine Abkürzung hier hinten rum? Nicht zwangsweise eine Abkürzung. Aber ich habe jetzt meine ganzen Medaillen eingesammelt, die ich brauche. Die Frage, du bist doch hier, ist doch hundertprozentig einer drin, den ich brauche. Bin ich schon wieder entwaffnet? Hier muss ich auch nicht rein. Na, hier gibt es ja gar keine Map. So, das heißt aber, ich muss dich zuerst angreifen, auf jeden Fall. Weil er kommt sowieso. Kriegst du noch mal eine Blutung rein, damit ist sie eh tot. Hallo? Die ist nicht umgefallen? Schau, wo gibt's denn sowas? Die ist einfach nicht umgekippt, die Alte. So Frechheit hier. Ich habe mich schon gefragt, wo mein Skill bleibt. So, ich bin hochgeheilt. Hauptmann Dingsbums getötet. Kanonier Dingsbums getötet und Kanonier Dingsbums getötet. Die sind wahrscheinlich alle drei in einem Raum. Wetten? Bei meinem Glück. Ich übersehen. Feuerzweig.
Was war das? Was? Was wollte er denn jetzt? Ja, dann gehen wir da mal rein. In der Hoffnung herauszufinden. Nicht der, wollte ich angreifen. Hallo. Kämpfe ich wieder mit einem Waffen? Kann ich noch nicht tun. So, müssen wir mal gucken. Wenn wir hier reinrennen, haben wir es direkt mit 1, 2, 3, 4. Leck mich am Arsch. Vergiss es doch. 4 Leute auf einmal? Nee. Ah, 3 auf einmal. Das war nicht so viel, das Gute. Alter. Lass uns Ratchet machen, ist viel einfacher. Denn auch wenn du entwaffnet wirst. Nur wenn die 3 Leute unbewaffnet kämpfen musst. So eine Scheiße aber auch. War doch richtig hier, oder? Ja. Naja gut, wir skillen zumindest unbewaffnet hoch, ne? Kommt man da hoch? Nee. Ich muss echt die ganzen Umweg laufen. Oh. Na, man kann... Nein, kann man nicht. Also 95 ist das höchste. Unbewaffnet habe ich auf 23. Ja gut, Schwert muss ich ja auch hochskillen, ne? Da kommen wir ja auch nicht dran vorbei, wenn wir mit dem Schwert kämpfen. In der zweiten Hand, da müssen wir auch Schwertskill wieder bei 0 anfangen. Aber wir könnten mal kurz wieder einen kleinen Trick probieren. So, was ist denn hier drinnen? Also hier haben wir drinnen den, den wir rausbegleiten müssen. 1, 2, 3, 4. Die 4 haben was sofort zu tun, wenn wir hier irgendeinen angreifen. Wer bist du? Uninteressant. So, hier oben ist nichts. Hier oben irgendeiner, der uns interessiert. Außer normale Marinesoldaten. Nein. Ey, was war das denn? Normaler Marinesoldat, normaler Marinesoldat, normaler Marinesoldat. Hauptmann Dingsbumsens. Na, das ist ja mal Kacke. Der Hauptmann Dingsbumsens ist hier oben. Also, der, den wir töten müssen, der ist hier oben. Da steht's. Jetzt ist die große Frage, wenn wir uns hier heilen. Aber es direkt mit einem davon zu kommen. Kann ich gar nicht wechseln. Ich brauche mehr Wut. Nicht genug Wut. Verdammt.
Verdammt, der stirbt nicht, oder? Nein. Nein. Okay, wir haben es direkt mit zwei zu tun. Einen können wir also besiegen. Da oben ist direkt der Hauptmann. Und sage ich mal, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Tschüss.